Also mein Name ist Lara Fabian, ich komme aus Oberösterreich. Ich bin Kindergartenpädagogin im Hauptberuf und bin jetzt am 15. September 10-jähriges Bestehen meines Kliniklohndaseins. Das weiß ich ganz genau, weil das einfach so ein prägendes Erlebnis war. Damals habe ich mich einfach interessiert für verschiedene Theaterformen. Ich bin dann nach Graz in diese Schule für Theater und Sommertheater gegangen, habe dort den künstlerischen Leiter der Kliniklohns getroffen und war einfach vollkommen begeistert von dem, was der da irgendwie an künstlerischen Möglichkeiten mir gezeigt hat. Und bin dann nach diesen 3 Wochen hingegangen und habe gesagt, was kann ich mit dem machen, was ich da jetzt gelernt habe. Und irgendwie war die Verbindung voll schnell mit über die Kliniklohns. Und dann bin ich eben irgendwie über eine 1,5-jährige Ausbildung circa halt dann so langsam reingerutscht und ja, mittlerweile voll lang dabei und noch immer sehr happy, finde ich. Also voll schön. Diese Energie an Menschen, die da war, das spürt man irgendwie sehr schnell, finde ich, wenn man in irgendeine Gruppe reingeht. Das waren damals, glaube ich, 13. Und ich bin da reingekommen und ich habe mir gedacht, okay, die Energie und das, was da los ist, passt einfach einmal. Und dann einfach auch die Ausbildung war einfach voll gefühlvoll und einfühlsam, finde ich. Und nicht so zack, zack, das muss jetzt irgendwie in 3 Tagen erst fertige Clownfrau sein, sondern es war echt voll behutsam, liebevoll und so. Und das hat mir einfach auch so gefallen, weil es ist so ein großer Teil von unserer Arbeit. Und ich weiß genau noch, wie zum Beispiel eine der ersten Visiten, glaube ich, war das sogar, da ist grad, hat der Oberarzt gesagt, es ist gerade eine Frau verstorben und die sind halt da so am Stützpunkt gesessen und halt traurig natürlich und die Köpfe so zusammengesteckt und geredet. Und wir waren da am Gang und haben irgendwelche Sachen gemacht, ziemlich laut sogar. Und dann haben wir gemerkt, wie sie dann irgendwann so geschaut haben und voll interessiert. Und dann haben wir sich gedacht, okay, eine Einladung, sie schauen uns an, wir kommen da hin. Und haben mit denen sogar was gemacht. Und der Oberarzt und der andere Arzt haben zurückgeschaut und haben gesagt, okay, nein, es passt einfach wirklich. Und er hat die Leute dann auch noch gefragt, ob sie es störend empfunden haben, wenn sie da jetzt in diesem ersten Moment diese Nachricht kriegen, die Oma ist jetzt gestorben. Und dann kommen zwei Clowns, wie ist das? Und sie haben gesagt, das war vorher eine gute Ablenkung. Das war einfach so das Berührende, finde ich. Und immer wieder, wenn ich da drinnen bin und irgendwer liegt halb dahingehend schon drinnen und dann komme ich mit meiner Ukulele von mir aus oder mit meinen Lieder oder einfach manchmal geht es nur ums Berühren nochmal, weil das so Grundbedürfnisse sind, finde ich. Einfach angegriffen werden, wahrgenommen werden, liebevoll irgendwie in Anspruch genommen werden und da, ja, das sind einfach voll schöne Sachen, finde ich, was da passiert. Das ist das Leben, Trauer, Lachen, Rehren, Schreien, was weiß ich, gehört einfach zusammen.